Hier ist Schwimmen mehr als nur ein Sport. Ein Schwimmverein ist ein Ort, wo sich Menschen unabhängig von Altersklassen, sozialer Schichtzugehörigkeit und Hierarchieebenen begegnen, ihre Interessen miteinander teilen und das Element Wasser lieben lernen. Und aus diesem Anlass würdigt der Berliner Schwimmverband die Berliner Wasserratten und den Charlottenburger Damenschwimmverein Nixe mit dem Qualitätssiegel Schwimmaktiv für deren vielfältige Angebotswelt. Zum einen erhoffe ich mir natürlich einen Motivationsschub für alle, die bei uns ehrenamtlich tätig sind, denn ohne Ehrenamtliche kann kein Verein existieren. Und natürlich ist das ein Aushängeschild und Wertschätzung unserer Arbeit, die wir auch nach außen transparent machen können. Denn als erste Vereine der Hauptstadt werden die Wasserratten und Nixen mit dieser Auszeichnung anerkannt. Überreicht wird eine Urkunde mit dem Bildungsgutschein durch den BSV-Präsidenten Axel Bender. Der Antrag ist ein Zeichen nach außen hin, dass in den Vereinen Qualität abgeliefert wird. Und diese Qualität prüfen wir, die bewerten wir. Und das, was man kann, sollte man nach außen hin auch darstellen. Und unsere Vereine können eine ganze Menge. Unter anderem müssen die Vereine in den Kategorien Gesundheit, Events, Schwimmenlernen, Ausbildung sowie Gesellschaft punkten. Ich denke, unser Auszeichnungsmerkmal ist tatsächlich die Schwimmausbildung für Mädchen. Und das ist so, dass wir natürlich da auch viele Mädchen aus Familien mit Migrationshintergrund haben, die das besonders schätzen, dass wir ein Verein sind, der rein von Frauen und Mädchen für Frauen und Mädchen da ist. Die Gründung des Traditionsclubs ist vor 130 Jahren auch die Geburtsstunde des Damenschwimmsports. 1936 erreichen die Nixen mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Berlin den Höhepunkt ihrer Vereinsgeschichte. Doch gerade nach der Wiedergründung wird es für den Verein zunehmend schwerer, im Leistungsbereich Schritt zu halten, weshalb der Fokus auf den Breiten- und Freizeitsport gelegt wird. Auch die Berliner Wasserratten weisen nicht nur eine lange Tradition vor, sondern auch einen großen Trainer- und Übungsleiterpool mit einem ausgezeichneten und fachkundigen Ausbildungsstand. Wir haben einige wirklich interessante Projekte, wie das 24-Stunden-Schwimmen. Wir haben viele inklusive Angebote, wo Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigungen schwimmen gehen können. Außerdem gehen sie Kooperationen mit Kindergärten und Schulen ein, damit sich Kinder angstfrei im Wasser fortbewegen können. Im Vergleich dazu überzeugen sie auch im Wettkampfsport. Schließlich bringen sie mit Finn Jona Neuwirth und Clara Sophie Beierling erfolgreiche Nachwuchsschwimmer aus ihren Reihen hervor, denen eine große Karriere vorausgesagt wird. Im Endeffekt haben wir es geschafft, dass wir mit unseren Angeboten von den Berliner Wasserratten für Groß und Klein wirklich überzeugen konnten. Das Qualitätssiegel Schwimmaktiv soll und wird auch Ansporn für noch mehr Berliner Schwimmvereine sein, um den Vereinssport weiterhin zu pflegen und stetig zu verbessern. Wir wissen alle, der Leistungssport geht aus dem Breitensport hervor. Und deswegen wollen wir den Breitensport fördern. Wir setzen ganz unten an bei der Schwimmausbildung, bei der Zertifizierung. Denn am Ende schaffen wir es nur über eine gesunde Leistungssportpyramide, dass an der Spitze die Besten ankommen. Denn bei den Berliner Wasserratten und dem Charlottenburger Damenschwimmverein Nixe ist Schwimmen mehr als nur ein Sport. Es ist ein Ort, an dem Geselligkeit sowie Gemeinschaft besonders großgeschrieben werden.